Kinder, ihr könnt rauskommen. Ihr dürft jetzt spielen. Nein, ich will nicht. Schluss jetzt. Wir stellen uns alle in einem Kreis auf. Und die Hände. Ja, ganz in einem Kreis. Jetzt wieder rein. Eric Laumbrecht, Sie werden beschuldigt, einen Einbruchdiebstahl begangen zu haben. Am 18. September 1967 haben Sie den Panzerschrank der Firma Surprojet in Marseille aufgebrochen. Die Tatsache, dass Sie nicht vorbestraft sind, hindert die Justiz nicht daran anzunehmen, dass Sie bereits andere Straftaten verübt haben. Ihnen werden mehr als 10 Raubüberfälle zugeschrieben, die in den letzten Jahren begangen worden sind. Deshalb verurteilt sie das Gericht zu 12 Jahren Zuchthaus und der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte. Sie dürfen jetzt rauchen! Sechs Jahre, 4 Monate und 16 Tage. Sie dürfen jetzt sprechen! Hast du nicht gehört? Der Aufseher hat gesagt, dass wir sprechen dürfen. Hast du denn immer noch nichts zu sagen nach 6 Jahren? Nein, immer noch nicht. Oder vielleicht doch. Ihr könnt mich mal. Du und deine Kumpel. Der Hofgang ist beendet. In Reihen aufstellen! Gruppe 1 in die Werkstatt! Beeilt euch! Thank you.
Achtung! Setzt euch hin. Na, Lambrecht, hast du nichts zu tun? Doch, Chef, aber ich habe keinen Saft. Ich weiß, ich habe ihn ja selber abgestellt. Was ist jetzt, ja oder nein? Ich kann nicht, Chef. Ich habe keinen Saft. Was du nicht sagst. Hört ihr das, Männer, er hat keinen Saft. Meiner Ansicht nach ist er nur faul, Chef. Oder hat kaputte Bronchien. Das ist Beschädigung von Staatseigentum. 8 Tage Einzelhaft. Begreifst du denn nicht, es bringt nichts, ein Einzelgänger zu sein. Nach 6 Jahren solltest du das endlich wissen. Hier im Zuchthaus überlebt man nur, wenn man einer Clique angehört. Das dürfte doch nicht so schwierig sein mit den Parisern, den Korsen, den Leuten aus dem Norden oder den Arabern. Aber bei Lamprecht muss alles nach seinem Kopf gehen. Wohin führt das? Einzelhaft. Du bist der meistbestrafte Häftling hier. So wie du dich verhältst, sehe ich bei dir keine Möglichkeit für einen Straferlass. Du wirst wohl deine volle Strafe absitzen müssen. Ich muss doch die Strafe absitzen, oder? Oh ja. Öffnen Sie. Also wirklich, mein armer Freund, du hast wohl ein Abonnement hier. Geh seine Zelle auf, während er sich umzieht. Ja, Chef. Lamprecht. Hm? Oh. Schließ ab. Chef, haben Sie besondere Instruktionen für mich? Ja, ernähren anständig. Ich werde ihn jeden Tag besuchen. Ja, Chef. Chef, hier ist die Suppe. Schon gut, lass das. Ich kümmere mich drum. Ja, Chef. Wie war's? Hast du schöne Ferien gehabt? 8 volle Tage Ruhe auf dem Lande. Das ist doch toll. Ja, Chef. Und mit dem Essen? Ging das so? Ja, Chef. Da. Und beeil dich, du wirst im Schlafsaal erwartet.
So, das reicht jetzt. Komm mit. Hast du etwas zu sagen? Nein, Chef. Der Direktor hat befohlen, dich in einen anderen Schlafsaal zu verlegen. Er hat deine Geschichten mit den Korsen endgültig satt. Wenn das so weitergeht, haben wir in 8 Tagen noch einen Mord hier. Und ich habe jetzt schon genug Schreibkram am Hals. Los, komm. Ich steck dich zu den Arabern. Hoffentlich wirst du dich mit denen besser vertragen. Hast du mir was zu sagen? Nein. Nein. Dann hau ab! Die Zelle da auf. Los, an die Mauer. Sofort alles durchsuchen. Du auch! Und das? Was ist das, mein Freundchen? Ich verspreche dir, dass du dafür mindestens 45 Tage Einzelhaft kriegst. Moment. Ab sofort ist der Hofgang gestrichen. Was genau ist eigentlich passiert? Das hier habe ich bei Lambrecht gefunden, Chef. Finden Sie nicht auch, dass es allmählich reicht, Lambrecht? Kaum aus der Einzelhaft raus, schon machen Sie wieder Schwierigkeiten. Wenn Sie Ihr Spiel so weitertreiben, kommen Sie hier nur mit den Füßen zuerst raus. Wann werden Sie das endlich verstehen? Nehmt ihn mit. Der Direktor hat sich vorbehalten, über die Strafe selber zu entscheiden. Na los, beeil dich, mach auf!
ist er ja schon wieder. Weiter! Entschuldige, wir hatten leider keine Zeit, die Wäsche zu wechseln. Hau ab, geh was essen. Ich schick die erste Wache. Ja, Chef. Hör mir mal zu, Lambrecht. Du weißt jetzt, dass ich der Stärkere bin. Und wenn ich will, kann ich dich schön langsam krepieren lassen. Noch ein paar Mal in Einzelhaft und du wirst dich nicht mehr auf den Beinen halten. Wenn du Glück hast, gehen nur deine Lungen kaputt. Bild dir nicht ein, dass du das aushältst. Hab ich recht? Ja, Chef. Ich bin hier, um dir einen Vorschlag zu machen. Wenn du ablehnst, kommst du hier nicht lebend raus. Ich muss dich wohl nicht daran erinnern, dass es im Zuchthaus keine Morde gibt, sondern nur Selbstmorde. Kapierst du? Ja, Chef. Und die Pfeile? Hier können wir ungestört miteinander sprechen. Hör zu, wenn du meine Ratschläge befolgst, bestehen gute Aussichten für dich, dass du vor Ende deiner Strafe rauskommst. Wollen Sie sagen, dass... Ganz genau. Denn wenn du Erfolg hast, wartet die Freiheit auf dich. Das ist doch was. Hör mir gut zu. Vor 2 Jahren hat eine Fabrik aus Paris nicht weit vom Zuchthaus entfernt hier ein Zweigwerk aufgemacht. 300 Arbeiter, ziemlich große Hallen. Der Werksdirektor wurde vom Stadtrat und der Behörde mit offenen Armen empfangen, wie es so üblich ist. Das hat irgendwelche Arschlöcher deiner Art nicht davon abgehalten, 3-mal in einem Jahr die Lohngelder zu stehlen. Der Werksdirektor hatte es schließlich satt. Und deshalb bat er die Behörden, dass er die Löhne bis zur Auszahlung im Safe des Zuchthausdirektors aufbewahren darf. Soweit es die Sicherheit betrifft, ist das super. Du weißt so gut wie ich, dass es leichter ist, ins Zuchthaus hineinzukommen, als wieder raus. Und was habe ich mit dieser Geschichte zu tun? Man sagt dir nach, dass du als Safe-Knacker ein Ass bist. Das Safe des Direktors ist schon älter. Den hast du im Handumdrehen auf. Also, die Moneten krieg ich. Und danach kannst du dann abhauen. Sie sind ja völlig verrückt. Ein bisschen mehr Respekt, ja? Entweder du öffnest den Safe oder du krepierst, du hast die Wahl. Hör zu. Wenn du den Coup machst, werde ich so arrangieren, dass du hier ganz allein bist. Ja, und Colin? Der hängt doch immer in der Flasche mit einem guten Schlafmittel drin, lässt uns zufrieden. Also, heute ist der 27. In 3 Tagen machst du es. Das Werkzeug wird da sein. Ich komme morgen nochmal. Dann gebe ich dir deine letzten Anweisungen. Und was wird sie davon abhalten, mich umzubringen? Sobald sie das Geld haben? Überleg doch mal selbst ein bisschen. Ich stecke tiefer drin als du. Wenn man in Einzelhaft ist, kennt man wohl kaum die Geheimnisse der Direktion. Also das bis morgen früh Zeit, um nachzudenken.
Entschuldige bitte. Das ist so eine Angewohnheit. Los, Männer, stellt ihn an die Wand und durchsucht ihn. Nichts, Chef. Gut. Wir treffen uns in den Werkstätten. Ist schon mal ein Teil des Werkzeugs. Lange ohnmächtig geworden. Was soll das? Weg mit diesem alten Waschlappen. Und dann geht ihr essen, klar? Um 23 Uhr öffne ich deine Zelle. Du kommst dann gleich raus mit mir. Danach machst du allein weiter. Ich bleib hier. Wenn was schief geht, bin ich gedeckt. Wenn du aus der Zelle rauskommst, findest du gleich links einen Lüftungsschacht, der mit einem Vorhängeschloss gesichert ist.
Ich, Erik Lombrecht, Häftling Nummer 52016, erkläre hiermit vom Oberaufseher Inard, genannt Capi Blanc, den Befehl erhalten zu haben, den Safe des Direktors zu knacken und ihm den Inhalt zu übergeben. Niedergeschrieben im Zuchthaus am 30. April 1972 um 23.30 Uhr. Zufrieden? Ja, er wird zufrieden sein. Wer ist er? Na, der Typ, für den du das gemacht hast. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich das aus Spaß getan habe. Ich erkläre dir alles morgen. Hier. Bewahren Sie diesen Brief auf, aber sorgfältig. Falls Sie mich reinlegen, erfährt der Direktor von mir das Versteck des Originals. Ich habe nichts zu verlieren. Kapiert? Mach schon, geh da jetzt rein. Ich hab noch was zu tun. Beeil dich! Meine Herren, das ist absolut unerträglich. Ich habe in 10 Jahren aus diesem Zuchthaus die beste Strafanstalt des Landes gemacht. Auf jeden Fall aber die härteste. Kein einziger Ausbruch. Kein einziger Aufstand. Und heute könnte ein Idiot diesen Ruf ruinieren. Wenn dieses Geld nicht schnellstens wiedergefunden wird, werde ich 1 Jahr lang jede Beförderung zurückstellen. Bringen Sie alle Häftlinge sofort in den Haupthof. Durchsuchen Sie das ganze Gefängnis gründlich. Das Geld muss noch hier sein. Das ist alles, meine Herren, an die Arbeit. Holt ihn raus und durchsucht ihn. So, das reicht. Was ist passiert, Chef? Es ist ein großes Unglück geschehen. Jemand hat den Safe des Direktors ausgeraubt. Du glaubst wohl, dass du ein ganz Schlauer bist. Mit dem Gesicht zur Wand. Los, durchsuch ihn. Ja, Chef. Komplimente, du bist ein Ass. Salut, ich heiße François Gosset. Ich habe schon oft von dir gehört. Bravo für gestern Abend. Ich hatte keine Wahl. Hey, Schnauze! Ihr beide verwechselt wohl die Einzelhaft mit einem Salon. Geht lieber in eure Zellen zurück. Ach, halt's Maul. Wir gehen rein, wenn's uns passt. Hast du was zu rauchen?
Vergiss uns für einen Moment. Na los. Ich muss mit meinem Kumpel sprechen. Ich bin nicht dein Kumpel. Aber vielleicht wirst du es noch werden. Gemeinsamer Ausbruch festigt die Freundschaft. Glaubst du? Na ja. Das werden wir noch sehen. Was jetzt zählt, ist, dass wir so schnell wie möglich hier wegkommen. Ja, das stimmt. Bist du das, der das organisiert? Ja. Wir sind jetzt soweit. Aber wir müssen noch ein bisschen warten. Nachdem, was gestern Abend hier passiert ist, wird die Bewachung verstärkt sein. Wir wollen keine unnötigen Risiken. Heute Abend erkläre ich dir meinen Plan. Gib die Blanc wird Wache schieben. Mach bis dahin ein bisschen Gymnastik. Wir werden nämlich ein ziemlich schwieriges Akrobatenstück vollbringen müssen. Jetzt gehen wir in unsere Zellen zurück. Spuren hinterlassen. Ich muss sagen, du bist ein Könner. Sie sind bestimmt nicht gekommen, um mir das zu sagen. Nein. Ihr müsst vorbereitet sein, von einem Tag auf den anderen zu fliehen. Keiner weiß Bescheid, das müsst ihr ausnutzen. Das Werkzeug liegt bereit, François ist informiert. Aber du musst mir vorher noch sagen, wo du den Brief versteckt hast. Wenn man ihn findet, nachdem du weg bist, riskiere ich hier 10 Jahre brummen zu müssen. Aha. Also passen Sie mal auf. Meine Flucht von hier gegen den Brief. Hm? Woher kommt Ihr fabelhafter François? Ach, ich habe vor einem Monat einen Häftling etwas zu fest geschlagen. Der Kerl ging dabei drauf. Leider gab es dafür 2 Augenzeugen, François und einen anderen Typ. Dem habe ich dann einen Platz besorgt im Büro. Und François? Der Schweinehund hat es irgendwie geschafft, jemanden von draußen zu benachrichtigen. Der Kerl erpresst mich. Obwohl ich ihn damals für die Putzmannschaft eingeteilt hatte. Seit über einem Jahr verbringt er täglich mehr als 1 Stunde im Büro des Direktors. Tja, Lamprecht. Obwohl er mich nicht kannte, hat er zugelassen, dass ich den Safe öffne? Dafür brauchte man einen Einzelgänger. Ein Mann aus der Clique hätte reden können. Du bist immer allein. Du kannst dich ja nicht beklagen, denn jetzt kannst du wenigstens fliehen. Hör mir gut zu. Wenn du in deinem Essnapf ein Aspirinröhrchen findest, bedeutet das, es geht nur am selben Abend los. Und wer wird auf Wache sein? Ganz bestimmt Kalank. Er ist heute aus der Krankenstation gekommen. Sobald du das Röhrchen gefunden hast, brauchst du mich nur noch zu fragen. Ah, ja? Ja. Ich will wissen, wo das Versteck ist. Schreib mir genau auf, wo es ist und steck es in das Röhrchen. Ich werde dann dafür sorgen, dass du nicht durchsucht wirst. Und das Werkzeug? Wie komme ich hier raus? Reg dich nicht auf. Alles schon geplant. Das einzige Problem ist Kalank. Er muss dabei draufgehen. Sally? Ist was?
Alles in Ordnung. Umso besser. Gib mir die Schlüssel. Wir sehen uns oben. Ja, Chef. Na, geh schon. Jawohl, Chef. Heute Abend. Passt auf, dass nichts daneben geht. Hast du das Röcheln? Ja. Gib her. Das kriegen Sie, sobald ich in Sicherheit bin. Damit du das schaffst, brauchst du erst noch die Schlüssel für den Lüftungsschacht. Also, Zug um Zug. Und Sie kümmern sich um Karl-Heinke? Bist du verrückt? Ich werde schlafen gehen. Ich brauche ein Alibi. Ihr müsst schon allein zurechtkommen. Und es wird keinen zweiten Versuch geben. Was ist denn mit dir los? Gar nichts, Chef. Es ist soweit.
Sobald wir das Seil drüben haben, bleibt uns noch gut eine Minute, um rüberzukommen. Schaffst du das? Sag mal, weißt du, wohin du das Seil werfen musst? Ja, so nahe wie möglich an den Nordflügel. Dort wartet ein Freund auf uns, falls Capi Blanc nicht reingelegt hat. Na los, bedient euch. Ich hole dir dein Geld. Der Oberaufseher hat mir gestern Morgen deinen Anteil gebracht. Salut. Tschüss. Ich esse ein Sandwich. Dann gehe ich. Da habt ihr was zum Anziehen. Unten steht ein Wagen für euch. Morgen früh sind wir in Paris. Kann ich mal telefonieren? Ja, draußen im Flur. Da, das sind die Schlüssel und Wagenpapiere. Hm. Kennst du den Weg zur Autobahn? Ja. Gut, wenn ihr in Paris seid, stellst du den Wagen an der Porte d'Orléans ab, neben der Metro. Ich habe jemanden, der ihn zurückbringt. Okay. Hier ist Eric. Stell keine Fragen. Ich bin morgen früh in Paris. Ich brauche den Wohnungsschlüssel. Hier, du fährst den Wagen. Ich bin vollkommen erledigt. Mach ich los. Beeilt euch jetzt. Gute Fahrt. Danke, mein Freund. Danke für alles. Hey,
Pass schon auf. Wir sind so gut wie da. Wie geht's? Bist du nicht müde? Oh, es geht. Willst du länger in Paris bleiben? Kann sein. Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn du willst, können wir ja zusammenarbeiten, wir beide. Wir wären noch ein gutes Gespann. Ah, ah. Ich arbeite immer nur allein. Wir könnten uns zum Beispiel auch die Beute aus dem Zuchthaus teilen. Auf keinen Fall. Du kannst dein Geld ruhig behalten. Du musst sehr reich sein, wenn du auf so einen Batzen verzichten kannst. Sobald wir in Paris sind, werden wir uns trennen. Ich kenne dich zwar erst seit etwa 8 Tagen, aber ab morgen kenne ich dich nicht mehr. Versuch nicht, mich wiederzusehen. Man kann nie wissen. Falls du mich wiedersehen willst, kannst du mich unter dieser Nummer erreichen. Unnötig. Das würde sowieso nichts bringen. Spektakuläre Flucht aus einem Zuchthaus. 2 Häftlinge konnten eine 10 Meter hohe Gefängnismauer überwinden und fliehen. Die Präfektur und die Polizei haben sofort Straßensperren errichten lassen, jedoch ohne Erfolg.
Ein Wagen wurde bisher nicht als gestohlen gemeldet und es ist unwahrscheinlich, dass die beiden Häftlinge einen Nachtzug genommen haben. Oh, entschuldigen Sie bitte. Doch, ich bin's, komm rein. Mensch, wie geht es dir? Seitdem du mich gestern angerufen hast, bin ich vollkommen durcheinander. Bist du mit einem Wagen gekommen? Ja. Danke. Danke für die Wohnung. Ja. Weißt du, du hast dich überhaupt nicht verändert. Wie geht es, Laurence? Gut. Sie ist jetzt ein großes Mädchen, weißt du. Weiß sie Bescheid über mich? Hat man ihr gesagt, wo ich war? Ich glaube nicht. Aber spricht sie denn wenigstens manchmal von mir? Nein. Ich habe ihr gesagt, dass du im Ausland lebst. Ah, du ahnst nicht, wie sehr ich mich freue, sie wiederzusehen. Ach, du musst etwas warten. Es weiß zwar niemand Bescheid außer dir und mir, aber man weiß ja nicht. Das ist mir egal. Nicht so schnell. Im Moment wäre es nicht so gut, wenn du dich ihr zeigst. Na gut. Einverstanden. Im Moment jedenfalls. Und du? Wie geht's dir? Immer noch Junggeselle? Ja, du weißt doch. Außer der Arbeit, da gibt es nicht viel. Ach ja, ich bin gerade zum Chef des technischen Personals ernannt worden. Immer noch in derselben Firma? Ja, und da bleibe ich auch. Wir sind jetzt die Nummer 1 in Europa geworden. Alle großen Firmen statten wir inzwischen aus. Die Technik hat sich sehr verändert, hm? Ja, ganz enorm. In 6 Jahren? Aber ich bin ganz sicher, dass du das schnell wieder drauf hast. Nein, nein, nein. Kommt nicht in Frage. Damit ist Schluss. Sobald die Kontrollen nachgelassen haben, verschwinde ich von hier. Mit Laurence. Hör mal, Erik. Es ist mir zwar unangenehm, mit dir darüber zu sprechen, aber in den 6 Jahren habe ich für deine Wohnung und die Kleine ein Vermögen ausgegeben. Wie viel? Um die 70.000. 70.000? Und was ist mit dem, was ich dir vor meiner Verhaftung gegeben habe? Naja, ich hatte eine Menge Unkosten und etwas habe ich für mich behalten und für diese Wohnung und so weiter. Hast du denn wenigstens Arbeit für mich? Nein, bestimmt nicht, Erik. Das ist unmöglich. Nein, nein, nein. Ich habe alles aufgegeben und kann mir das nicht mehr erlauben. Komm schon. Naja, ich habe schon an eine Sache gedacht, die... Hör mal, ich komme heute Abend wieder. Ich muss noch 1 oder 2 Details nachprüfen. Pardon. Kommen 4 Sachen in Frage und die auch nur unter Vorbehalt. Die ersten 3 scheinen mir eher unsicher zu sein. Die Chancen, dabei Geld oder gar nicht zu erbeuten, sind gleich groß. Bleibt noch eine übrig. Ach, das wäre ein tolles Ding. Aber es scheint mir völlig undurchführbar zu sein. Eine so komplizierte Anlage habe ich noch nie gesehen. Gib mal her. Hier. Das Ganze hat einer meiner Leute eingerichtet. Der Eigentümer ist einer der größten Diamantenhändler von Paris. Der Safe befindet sich in einem gesicherten Raum im 1. Stock einer Villa in Neuilly. Der Eigentümer verlangt alle 2 Wochen eine Systemkontrolle.
Der Raum ist mit Fotozellen und anderen Alarmeinrichtungen gespickt. Es kommt noch schlimmer. Beim Öffnen der Türen wird automatisch eine auf dem Dach installierte Sirene ausgelöst. Und die leichteste Berührung des Parketts löst bei der Polizeiwache sofort einen Alarm aus. Selbst wenn das System abgeschaltet ist, kannst du nicht durch die Tür gehen, wegen der überall angebrachten Fotozellen und der Videoüberwachung. Aha. Ja, im Haus sind überall Kameras. Eine davon ist direkt mit der Polizeiwache von Neuilly verbunden. Damit es klappt, dürfte absolut niemand im ganzen Haus sein. Und auch damit löst man leider nur einen Teil der Probleme. Wenn der Inhaber in sein Büro gehen will, muss er erst einmal von außerhalb die gesamte elektrische Steuerung der Alarmanlage ausschalten. Und natürlich ist er der Einzige, der weiß, wie man das macht. Das Schwierigste daran ist die Sirene. Hast du nicht einen detaillierten Plan des Systems? Doch, wir haben ja die Unterlagen im Werk. Ich mache dir davon Fotokopien. Überleg es dir gut, Erik. Das kann dir den Hals brechen. Mach dir um mich keine Sorgen. Ruf mich lieber so schnell wie möglich an. Ja, mach ich. Ich muss los. Es ist Zeit, meine Tochter abzuholen. Deine Tochter? Von der hast du mir nie erzählt. Nein, ich wollte eigentlich sagen, deine Tochter, Laurence. Salut. Na, ist alles in Ordnung? Aber ja, das ist gutes Material, erst 6 Jahre alt. Das ist ja langsam keine Wohnung mehr, sondern eher eine Werkstatt. Bist du soweit? Ja, aber ich werde eine Menge zu improvisieren haben. Ich hoffe, die Pläne sind genau. Hast du das Diamant mit vom Büro? Ja. Wegen der Sirene musst du das morgen Mittag machen. Es ist der erste Donnerstag des Monats. Und mit dem Dia, das ist riskant. Wenn du das System störst, dann ist Schluss. Jede Kamera fotografiert ihren Ausschnitt, und zwar alle 3 Minuten. Du hast also nicht viel Zeit. Aber du hast Glück gehabt, denn der Inhaber hat noch unmittelbar vor seiner Abreise die letzte Überprüfung machen lassen. Jetzt sind nur noch die Hausangestellten da. Wie alt sind die? Um die 25. Deren Wohnungen sind im Erdgeschoss. Es ist ständig jemand da. Keine Sorge, das habe ich mir gedacht. Es hat zwar gedauert, aber dafür habe ich die Lücke gefunden. Dein Plan, mich sofort danach ins Ausland zu bringen, der steht doch noch, oder? Ich möchte mich möglichst schnell absetzen mit Laurence. Mit Laurence? Ja. Wann immer du willst. Ein Freund von mir, der bei einer privaten Gesellschaft für den Pressedienst zuständig ist, wird dich in Saint-Cyr-le-Col abholen. Dann ein problemloser Nachtflug nach Lissabon und vor allem, der Zoll macht mit.
Kostet dich aber einen Batzen, alles klar? Aber ja. Und wann treffen wir uns? Na, sagen wir mal morgen in Saint-sur-l'École um 5 Uhr. Hier, ich habe dir einen Wagen besorgt. Ausgezeichnet. Er ist unten in der Garage. Auf dein Wohl. Viel Glück, mein Alter. Laurence! Guten Tag, Mademoiselle. Eine Lieferung. Es tut mir leid, die Herrschaften sind nicht da. Wir liefern aber nur einmal im Monat, Mademoiselle. Na gut, kommen Sie. Danke. So. Und noch eine Unterschrift. Mhm. Hier.
in der Firma Dubonnet. Bei der Flucht von Lambrecht und François Gosset handelt es sich um einen schweren Fall von Komplizenschaft. Der Oberaufseher Isnard, von den Häftlingen Képi Blanc genannt, ist verhaftet worden. Und hier noch einige Sportnachrichten. Gratuliere, du bist ein Ass. Du bist wirklich der Beste. Ich habe nicht gedacht, dass du diesen Coup schaffen würdest. Aber du wirst gleich sehen, auf meine Art bin ich auch nicht schlecht. An der Porte Orléans waren wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Du bist immer verfolgt worden. Ununterbrochen. Ich habe immer gewusst, was du gemacht hast. Du siehst, wir sind für eine Zusammenarbeit wie geschaffen. Kommt nicht in Frage. Hau ab. Hör zu, Lambrecht. Wir beide könnten das beste Team von Paris sein. Und solche Coups wie den von heute könnte ich dir dutzendweise vorschlagen. Nein. Nun, wie ist alles gelaufen? Gut. Wo ist Laurence? Da drüben. Laurence!